Normalerweise ist die Schule ein Safe Place, dort, wo du dich frei entfalten kannst. Was aber, wenn der Schulleiter genau das perfide ausnutzt? Genau so einen Fall verhandelt heute das Landgericht Fulda. Man kann es kaum glauben, einem Schulleiter wird vorgeworfen, im Kreis Hersfeld-Rotenburg Kinder und Jugendliche missbraucht zu haben. In ganzen 64 Fällen über 20 Jahre lang. What the f... Trotzdem geht natürlich die Unschuldsvermutung, bis hier kein Urteil gefällt wurde. Und das kann auch noch einige Zeit dauern. Das Gericht hat ganze 38 Verhandlungstage angesetzt. Bei einer Verurteilung drohen mehrere Jahre Haft. Aufgeflogen ist er übrigens erst durch einen Tipp von amerikanischen Behörden. Ganz schön krass, oder?